Obwohl uns schon mehrmals gesagt wurde, dass die Bücher aussehen wie aus einem Guss, arbeiten wir tatsächlich vollkommen getrennt voneinander. Ich schreibe zunächst den Text und erst wenn er durchs Lektorat durchgegangen ist, wenn er komplett fertig ist, bekommt Daniela ihn in die Finger. Und anschließend hat sie komplett freie Hand. Ich kriege eben den Text und dann baue ich die Bilder in den Text ein, beziehungsweise ich mache mir erstmal so Platzhalter, wo welches Bild hin soll, wo vielleicht eine Sprechblase hin soll, wo ein Comic hin soll, je nachdem, was sich so anbietet. Und dann fange ich an zu zeichnen und das Ganze mache ich dann so 750 Mal, weil so viele Bilder sind in der Lotta ungefähr. Und dann bin ich nach 6 Wochen fertig und dann geht das wieder zurück ins Lektorat. Ja, ganz ähnlich. Wir können tatsächlich nicht zusammen an einem Schreibtisch sitzen, weil der Christian in Berlin ist und ich in Weimar sitze und der Verlag in Würzburg ist. Geht es also quer durch Deutschland. Und der Christian schreibt den Text, er findet die Figuren. Und das ist die Information, die ich dann bekomme. Und ich versuche mich da dann einzufühlen und mit diesen Andeutungen und der Richtung, die er vorgibt, dann das umzusetzen und lebendig werden zu lassen im Bild. Also mich fragen oft Leute bei Lesungen, Kinder oder Lehrer oder so, und sagen, hast du denn da Einfluss auf die Illustrationen? Und also Daniela hat auch einen Text von mir illustriert in diesem Sommerprogramm oder im Herbstprogramm oder wie das auch immer heißt. Und ich sage mal, ich will das gar nicht, weil also Daniela und Alexander haben viel bessere Ideen, als ich die je hätte. Also es sieht immer viel besser aus. Ich bin immer völlig geplättet, wenn ich das kriege, weil ich finde es eigentlich auch gut, dass das Ganze noch so eine Ebene kriegt. Ich denke, bei euch ist das noch extremer, oder? Das denke ich auch auf jeden Fall. Also wenn der Text steht, dann kommen nicht die Bilder dazu. Die werden einfach, oder Daniela fügt sie so ein in den Text, dass es wirklich aussieht wie aus einem Guss. Also teilweise bekommen ihre Figuren dann Sprechblasen in den Mund gelegt oder es entstehen noch comicartige Geräusche, die ich meistens ziemlich passend finde. Also ja, da möchte ich ihr überhaupt nicht reinreden. Und das ist auch nicht so, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh nee, diese Zeichnung, die passt jetzt irgendwie nicht, die stimmt nicht, da muss was anderes hin. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ist noch nie vorgekommen. Außer bei Frau Kackert, da gab es eindeutige Anforderungen von dir oder Anweisungen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich wollte Frau Kackert klein und dick und du wolltest sie sehr dünn und dunkelhaarig. Na gut, wenn du es sagst, wird schon stimmen, ja. Ja, das ist wahr. Und bei dem Musiklehrer, Herrn Marx, da haben wir uns auch einmal abgesprochen, genau. Da habe ich versucht, eine kleine Zeichnung zu machen. Und das hast du dann so ein bisschen übernommen. Natürlich hast du eine richtige Daniela Kohl-Zeichnung draus gemacht. Ich habe mir natürlich angeguckt, was gibt es für Vampire im Film, in der ganzen Sekundärliteratur und in der Kulturgeschichte. Und die haben dann meistens so die Haare irgendwie nach hinten gegelt und haben immer so schick angezogen, so ein bisschen Grufti-mäßig, aber auch natürlich irgendwie so schwarz und Samt. Und da habe ich eben bei ihm dann diese Schmalzlocke irgendwie erfunden, die er dann auch erst bekommt, als er dann Vampir ist. Vorher sind die eben dann so wie bei mir, ne, so ein bisschen so, ja. Und dann fällt er von so einer Mauer und dann hat er eben plötzlich diese so eine Mischung aus Elvis-Locke und Tim und Struppi-Locke. So, ne? Also so als Markenzeichen auch ein bisschen. Wenn ich einen Charakter entwickle, ist mir das auch wichtig, dass er praktisch auch 20 Meilen gegen den Wind erkennbar ist. Das heißt, auch wenn eben nur ein Schatten zu sehen ist oder wenn nur diese Locke hinter einem Vorhang vorguckt, dann weiß man eigentlich schon, das ist jetzt Paul. Und dann entwickeln sich auch da visuelle Gags draus, wie wenn seine Freundin schnappt ihn an diesen Haaren und zieht ihn irgendwie auf die Tanzfläche und sie tanzen Walzer beim Vampirball. Oder wenn er abends gerade irgendwie aufgestanden ist, dann sind halt seine Haare komplett verwuschelt und braucht erstmal eine halbe Flasche Haargel, um die wieder in Form zu bringen. Es gab so ein paar kleine, bei dem ersten Entwurf gab es ein paar kleine Anmerkungen von Frau Panther-Müller, wie die Figur eben aussehen sollte. Sie sollte eben ein freches Mädchen sein, aber halt eine, die jetzt nicht zu frech ist, weil das macht ja dann schon Cheyenne, ihre beste Freundin. Und Lotta sollte ja trotzdem noch ein nettes Mädchen sein, aber halt nicht so ein Mädchen-Mädchen, also so
rosa angezogen, brav mit Glitzer oder irgendwas, sondern die sollte eine sein zum Pferdestehlen, so eine, mit der man alles machen kann, ins Baumhaus klettern und eine Bande gründen. Und ja, die sollte auch so von den Klamotten her, dachte ich mir, dann ja praktisch angezogen sein oder halt irgendwas Lustiges, was Gestreiftes hat sie meistens an, weil sich das, ich finde, das passt zu Lotta, das hat dann auch gleich sowas, was Freches und ja, das mit dem biegsamen Armen, das ist so ein bisschen mein Markenzeichen. Ich kann da irgendwie nicht weg davon, das war schon immer so. Das werde ich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht verraten, aber ich kann schon sagen, im 5. Band werdet ihr mehr über Hestas erfahren. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Viel mehr über Hestas, ganz genau.